Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Heute geht es um Beastlike, der mit geschmacklosen Pranks erfolgreich wurde. Ich wurde in den letzten Wochen und Monaten ziemlich häufig danach gefragt, ob ich mal ein Video über Beastlike machen kann. Und ich mache das natürlich gerne für euch, aber zugegebenermaßen ist mir das Ganze bei ihm sehr schwer gefallen. Denn so einen grenzwertigen und ja, ekelhaften Content habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen. Er ist quasi mit geschmacklosen Pranks groß geworden auf seinem Kanal. Sein Video hier zum Beispiel ist ziemlich viral gegangen und eigentlich gehen alle seine Videos viral, die zum Teil wirklich solche geschmacklosen Sachen beinhalten, wie hier diesen Suizidversuch von seinem Bruder, der tot in der Badewanne liegt. Und das Ganze ist doch einfach zu hinterfragen, nicht nur vom YouTuber als solches, sondern auch von der Community, die 16.000, 17.000 Likes auf solche Videos verteilt, aber auch von der Plattform am Ende. Wenn man sich über Logan Paul aufregt Anfang des Jahres, warum dann nicht über sowas? Und andere YouTuber machen das ja nach. Ob es eine Bonnie Trash oder ein Simon Desue ist, es scheint gang und gäbe geworden zu sein, solch einen Content anzubieten. Und der ist dann auch noch werbefreundlich? Ich frage mich wirklich, wie das hier noch weitergehen soll. Ich finde es echt ziemlich krass. Auch KuchenTV hat ein Video dazu gemacht. Das habe ich für euch unten auch nochmal verlinkt. Wenn man sich den Content anguckt, merkt man auch, dass die ganze Familie da verwickelt ist und das finde ich auch relativ fragwürdig. Sicherlich merken die auch, man kann heutzutage mit YouTube eine Menge Geld verdienen und 20 Millionen Klicks könnten bei ihm auch 20.000, 30.000 Euro gewesen sein und nach der Steuer ist das eine Menge Geld, gerade als Jugendlicher. Aber im Großen und Ganzen sollte man auch hinterfragen, wie man sein Geld verdient. Wenn man nur solchen Content anbietet und damit auch noch zufrieden ist, frage ich mich dann schon, wie weit überhaupt die Leute denken können. Das ist doch wirklich ekelhaft, oder findet ihr das cool? Ich denke, es gehört zu den schlimmsten Erfahrungen, die man haben kann, dass man einen toten Menschen, den man lieb hat, oder einen guten Freund, tot in der Badewanne auffindet und sich darüber lustig zu machen oder jemanden zu pranken, nur um Klicks zu generieren und ein wenig Geld zu verdienen. Das ist doch absolut fragwürdig. Bin ich da komplett allein oder seht ihr das auch so? Ich muss wirklich sagen, dass ich einen ziemlich schwarzen Humor habe und auch ganz gerne mal ja, einen Gag zu viel raushaue, privat. Oder vielleicht auch mir Sachen angucke im Fernsehen, wie Family Guy oder South Park, die auch davon leben, quasi schwarzen Humor drin zu haben. Aber wenn man sich dann sowas anguckt und solch eine schlechte Schauspielerei und eigentlich langweilige Videos, dann frage ich mich schon, wie weit soll das denn noch auf dieser Plattform gehen? Und warum hinterfragt YouTube das nicht? Denn die scheinen nur auf die Creator zu gucken, aber nicht auf den Content. Es wird so ein Content gezielt von YouTube supported. Ein Logan Paul ist einer der erfolgreichsten YouTuber nach wie vor und alle haben sich über diesen Japan-Vorfall aufgeregt, aber hier passiert gar nichts. Bei den kleineren YouTubern wird auf jeden Fall immer wieder weggeguckt und bei den größeren ist das auch nach ein, zwei Wochen wieder vergessen. Ich finde es einfach nur noch traurig, was auf dieser Plattform vorgeht und dass solche Leute über 100.000 Abonnenten in relativ kurzer Zeit ansammeln können aufgrund solcher schlechten Videos. Ich bin wirklich gespannt, was ihr zu dem Thema sagt, bleibt aber bitte sachlich bei dem Ganzen und lasst gerne ein Like und Abo da. Bis bald und ciao, ciao.